Es wird mal wieder Zeit für eine Seite im Skizzenbuch und heute wird es wieder tierisch, denn ein kleiner neugieriger Fuchs gesellt sich zum kleinen Loki. Diesen zeichne ich erstmal mit Bleistift vor und koloriere ihn dann mit Aquarell. Hier starte ich dann beim Hintergrund und koloriere anschließend den Fuchs. Hierbei arbeite ich wie immer in Schichten und baue beim Kopf am meisten Details ein, um dort den Blick des Betrachters hinzulenken. Zum Schluss folgen noch ein paar letzte Details, wie auch Farbspritzer und ein paar gezielt gesetzte Pinselstriche und fertig ist die Skizzenbuchseite. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.